Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Live. Heute haben wir einen Livestream über das Restaurant, was wir im Restaurant können sagen, was wir, was wir können bestellen im Restaurant. Hallo Olivia, schön bist du da. Du hast Hunger, also du kannst heute ins Restaurant gehen vielleicht. Ja. Zuerst haben wir eine Lektion über das Restaurant und nachher kannst du ins Restaurant das ausprobieren, brauchen, das, was wir heute lernen im Restaurant. Ja, genau. Je nachdem, woher dass du kommst, ist es wirklich mega, mega teuer, wenn du in der Schweiz ins Restaurant willst. Und dann gibt es verschiedene Restaurants. Es gibt einfache Restaurants mit normalen Menü. Und dann gibt es so ganz gute Restaurants, 5-Sterne-Restaurants. Und die sind noch einmal teurer. Ja, das ist eben so. Aber man kann auch sehr gut essen. Olivia, du kochst immer daheim. Für dich ist es zu teuer, regelmässig ins Restaurant zu gehen. Okay, das stimmt. Es kommt billiger, wenn ich daheim koche, als wenn ich ins Restaurant gehe. Das stimmt. Also heute lernen wir Begriffe im Restaurant. Und zum Beispiel, wenn du mit einer Gruppe von Leuten möchtest ins Restaurant gehen, ist es gut, wenn du zuerst einen Tisch reservierst. Ja? Oder wenn du weißt, das ist ein gutes Restaurant, da hat es immer viele Leute. Ich weiss nicht, ob es Platz hat, wenn wir einfach so kommen. Dann kannst du anrufen vorher und du kannst einen Tisch reservieren. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte gerne einen Tisch reservieren. Ich möchte gerne einen Tisch reservieren. Oder ich möchte gerne einen Tisch für 10 Personen reservieren. Oder ich möchte für heute Abend am 8. einen Tisch für 4 Personen reservieren. Genau, Olivia. Ich möchte einen Tisch reservieren. Hallo, Kill. Auf Französisch. Hallo, ich Juan, das klingt Spanisch, oder Juan. Möchtet ihr auch einen Tisch reservieren? Auf Französisch kann man «reserver une table». «J'aimerais reserver une table». Ich möchte gerne einen Tisch reservieren. Olivia, du kannst nicht übersetzen, du kannst kein Französisch. Vielleicht kannst du das ein anderes Mal lernen oder später, wenn du schon besser Schweizerdeutsch kannst. Juan, also das ist Spanisch. Man tut das Spanisch aussprechen. Okay, für wie viele Personen wollt ihr einen Tisch reservieren? Wenn ihr ins Restaurant geht, wie viele Personen sind ihr mit eurer Familie oder so? Noch einmal auf Französisch und Schweizerdeutsch. J'aimerais réserver une table heisst, ich möchte gerne einen Tisch reservieren. Genau, Kel, das ist ein bisschen anders als Hochdeutsch. Mhm. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Also wenn du Hochdeutsch kannst, ich denke, dann lernst du schneller Schweizerdeutsch. Olivia, du möchtest einen Tisch für 2 Personen reservieren. Vielleicht hast du ein Date mit deinem Mann oder deinem Freund. Ja, dann kannst du einen Tisch für 2 Personen reservieren. Mhm. Okay. Oder wenn du ins Restaurant gehst, dann kannst du sagen, ich habe einen Tisch reserviert auf meinen Namen. Ich heiße Katrin Erni.
Wir haben den Tisch reserviert. Wo ist der Tisch? Okay. Oder manchmal gehst du ins Restaurant und ein paar Leute, die trinken nur etwas, ein kleines, vielleicht nehmen sie ein Bierli oder sie nehmen einen Kaffee oder etwas anderes. Aber du möchtest gerne essen und dann kannst du fürs Menü fragen. Also, oder du kannst fragen, können wir das Menü haben, bitte? Können wir das Menü haben, bitte? Also, das heisst, du möchtest dort auch zu Mittag essen. Vielleicht, wenn du am Nachmittag eigentlich kommst oder zu einer Zeit, wo man vielleicht in der Schweiz nicht unbedingt zu Mittag isst oder schon zu Nacht isst, dann kannst du fragen, können wir das Menü haben, bitte? Also, können wir das Menü haben, bitte, auf Französisch? Le Menü, s'il vous plaît. Könntest du sagen, nur das Menü, bitte. Oder, nous pouvons avoir le Menü. Das wäre dann wortwörtlich. Können wir das Menü haben, bitte. Ja, aber du kannst auch gut nur sagen, le Menü, s'il vous plaît. Also, und dann hast du Zeit, um das Menü zu lesen, um das Menü zu studieren, schauen, was das Restaurant gut offeriert, was sie für Essen machen. Und dann kommt der Kellner und fragt, kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Das ist ein Schnabuwetzer. Genau, das ist einfach. Olivia, kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Das ist etwas schwieriger. Also, wenn du das Essen möchtest, dann musst du beim Kellner das Essen bestellen oder bei der Kellnerin. Und dann kannst du fragen, oder der Kellner fragt, kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Könnt ihr es auch schon sagen? Ich werde langsam immer besser. Kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Okay. Und dann, was denkst du? Auf Französisch würde man vielleicht sagen, je peux prendre l'ordre. Oder? Was denkst du, Kel? Ist das gut? Je peux prendre l'ordre. Wenn du aber nicht weißt, was du willst, wenn du nicht sicher bist, ja, dann kannst du auch sagen, nein, wir brauchen noch etwas mehr Zeit. Nein, wir brauchen noch etwas mehr Zeit. Nous avons besoin de plus de temps. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit. Also, oder du kannst fragen, was würden Sie mir empfehlen? Ja, wenn du nicht weißt, was gut ist, wenn du vielleicht die Menü nicht kennst, wenn das etwas Neues ist für dich, dann kannst du fragen, was würden Sie mir empfehlen? Ich frage gerne beim Kellner, was er empfiehlt. Ich frage gerne bei ihm, was er mir empfiehlt, weil er kennt die Spezialitäten vom Restaurant. Er weiß, was sie besonders gut machen. Genau, Olivia, kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Und ich brauche noch viel Zeit zum Wählen. Du brauchst immer viel Zeit. Juan, du kannst nicht gut sagen, wir brauchen noch mehr Zeit. Entweder du kannst sagen, wir brauchen noch mehr Zeit oder wir brauchen noch etwas Zeit. Aber beides zusammen geht nicht. Was würdest du heute empfehlen? Was würdest du heute zum Essen empfehlen?
Das ist, wenn du per Du bist. Aber wenn du den Kellner fragst, dann nachher fragst du eher, was würden sie mir empfehlen oder was können sie uns empfehlen. Also eigentlich im Restaurant ist man doch noch meistens per Sie. Ja. Also, was ist heute Tagessuppe? Meistens ist das Tagesmenü etwas billiger, weil sie sich für etwas entscheiden. Der Küchenchef hat das Menü aufgesetzt und dann kochen sie mehr von dem. Und das ist dann etwas billiger. Viele Leute nehmen das Tagesmenü. Aber das ist jeden Tag etwas anderes. Also dann kann man fragen, was ist heute das Tagesmenü? Oder was gibt es heute für eine Tagessuppe? Was ist heute Tagessuppe? Ich nehme gerne das Tagesmenü und lasse mich überraschen. Ich weiss nicht, was kommt, aber ich denke, oh, das ist sicher gut. Und dann gibt es eine Überraschung. Nimmst du manchmal auch das Tagesmenü? Oder was gibt es bei dir heute zum Tagesmenü? Was isst du heute zum Mittag oder zur Nacht? Es gibt Leute, die essen zum Mittag nur so einen kleinen Lunch, ein Sandwich oder irgendetwas Kleines oder einen Salat. Und dann essen sie am Abend richtig zur Nacht essen. So ausgiebig zur Nacht essen. Heute ist Freitagabend. Heute kannst du vielleicht in den Ausgang gehen, zu Nacht essen. Olivia, du isst heute Suppe. Ja, ich esse am Freitag auch viel Suppe. Deine Suppe ist schon parat. Du hast deine Suppe schon gekocht. Oder vielleicht hast du deine Suppe schon bestellt, wenn du im Restaurant bist. Aber du hast gesagt, dass du viel selber kochst. Ja, ich habe sehr gerne Tomatensuppe oder Brokkolisuppe oder Spargelsuppe. Juan, du sagst, sind empfehlen und raten gleich. Also bedeutet das Gleiche. Du kannst fragen, können sie uns beraten? Wir wissen nicht genau, was wir bestellen sollen. Vielleicht können sie uns ein bisschen beraten. Mhm. Es ist, beraten ist ein Ratschlag geben und empfehlen ist, wenn ich weiss, das ist sehr gut oder für mich ist das sehr gut, dann kann ich das empfehlen. Es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich in der Bedeutung. Ja, es ist sehr ähnlich. Beraten und empfehlen. Beraten ist, man tut vielleicht mehrere Sachen aufzeigen und sagen, das könntest du machen oder das könntest du bestellen oder etwas anderes könntest du bestellen. Da hat es mehr Gemüse, da hat es mehr Früchte, da hat es mehr Fleisch, das ist ein Fischgericht, das ist vegan. Ja, dann tun wir beraten. Und empfehlen ist einfach, ich frage mehr, was haben Sie am liebsten? Was können Sie mir empfehlen? Was würden Sie nehmen an meiner Stelle? Mhm. Genau. Also, was könnt ihr mir empfehlen? Was soll ich bestellen, wenn ich einmal in der Schweiz im Restaurant bin? Was soll ich bestellen? Was könnt ihr mir empfehlen? Ich kann euch zum Beispiel Fisch empfehlen. Es gibt Restaurants, vor allem Restaurants, die an einem See sind, die Aiglifilet verkaufen. Also, die Menü haben mit Aiglifilet. Aigli ist so ein Fisch. Ja? Und ich kann euch sehr empfehlen, ein Menü zu wählen mit Aiglifilet. Ich habe Aiglifilet sehr gerne. Ähm,
Juan, du bist nicht in der Schweiz, aber du willst vielleicht einmal in die Schweiz gehen, wenn du Schweizerdeutsch lernst. Oder wieso lernst du Schweizerdeutsch? Olivia, du kannst auch echt Kebab empfehlen. Also wenn es um Fastfood geht, dann habe ich Kebab auch sehr gern. Lieber als so Hotdog oder so McDonald's. Vor allem, wenn zum Beispiel Lammfleisch ist oder so, wenn es gutes Fleisch ist, dann ist ein Kebab gut. Ja. Aber im Restaurant würden wir vielleicht weniger Kebab bestellen. Ja. Was könnt ihr uns empfehlen? Also die Olivia empfiehlt uns, ein Kebab zu nehmen zum Mittag. Und die anderen, was empfehlen ihr uns? Auf was hättet ihr jetzt im Moment gerade Lust? Ich empfehle euch auch Gemüsetauer. Ab und zu nehme ich einfach einen Gemüsetauer. Einen grossen Tauer, wo sehr viel Gemüse drauf ist. Rüebli, Brokkoli, Blumenkohl, Rande und so weiter. Hallo Alexander. Alexander, du kannst uns Äupler-Makrone empfehlen. Genau, das gibt es in den Restaurant, aber mehr in den Bergen. Ja, du findest das nicht in jedem Restaurant, so ein Äupler-Makrone-Menü. Am besten mit Äpfelmus, oder? Äpfelmakrone mit Äpfelmus. Sonst musst du es daheim vielleicht für dich kochen oder für deine Familie. Aber wenn du in den Bergen ins Restaurant gehst, dann findest du ab und zu Äpfelmakrone. Juan, du wohnst in Argentinien und deine Familie ist ursprünglich aus der Schweiz. Das ist super. Du willst dein Schweizerdeutsch üben, dass es nicht vergisst ist. Ja. Und dann, dass wenn du in die Schweiz kommst, das kannst du reden wie ein richtiger Schweizer. Olivia, du hast Äupler Makrone nicht so gern, ganz ehrlich gesagt. Ja, das ist ein bisschen speziell. Man muss sich daran gewöhnen, dass es Äupler Makrone gibt mit Äpfelmus. Genau, in den Berghütten, dort servieren sie auch ab und zu Äpfelmakrone. Mhm. Ja, also das ist ein typisches schweizerisches Gericht. Ich kann euch natürlich auch Raclette oder Fondue empfehlen. Ja, ich habe sehr gerne, ich glaube, ich habe fast lieber Raclette als Fondue, weil es Raclette mit Herdöpfel ist. Mit so gekochten Herdöpfeln, geschwellten. Die Herdöpfel, die man noch mit den Schalen kocht, das sind geschwellte. Und dann tut man ein Raclette dazu essen, vielleicht noch ein bisschen Gurken, Essiggurken oder so kleine Zwiebeln, eingemachte Zwiebeln. Hallo Nathanael. Oh, jetzt habe ich wollte sagen Nathanael, aber das ist Nathanael. Was würdest du uns empfehlen? Was können wir bestellen im Restaurant, wenn wir nicht genau wissen, was wir nehmen sollen? Oder wenn wir möchten, etwas Schweizerisches ausprobieren? Was denkst du, was können wir da bestellen? Okay. Tagessuppe oder das Tagesmenü haben wir schon gehabt. Dann vielleicht trinkst du ein Gläschen Wein zum Mittag. Ja, es gibt viele Leute, die nehmen zum Essen ein Gläschen Rote oder ein Gläschen Rosé, ein Gläschen Wein. Und manchmal bestellst du eine ganze Flasche oder man kann auch einfach ein Glas Wein bestellen. Bestellst du eine ganze Flasche Wein oder bestellst du ein Glas Wein? Und wenn du dann das Glas schon ausgetrunken hast, dann kannst du vielleicht fragen, kann ich noch ein Gläschen Wein haben, bitte? Ja? Dann musst du am Kellner rufen und fragen,
Kann ich noch ein Gläschen Wein haben, bitte? Ein Gläschen vom gleichen Wein. Olivia, du hast lieber Wasser zum Essen. Ja, Wasser ist ein Grundnahrungsmittel, das darf nicht fehlen. Ja, da kann man auch viel trinken, wenn man sehr Durst hat und dann zu viel Wein trinkt. Das ist auch nicht gut. Wenn man fest Durst hat, dann nimmt man lieber etwas ohne Alkohol und nicht zu viel Zucker und so. Und dann ist Wasser sehr gut. Ich habe auch sehr gerne Tee. Wenn ich in der Schweiz bin, dann nehme ich viel Eisenhut-Tee. Also Verveine auf Französisch. Ich nehme gerne ein Verveine, Eisenhut-Tee. Wenn wir in der französischen Schweiz sind, also ich bin in Fribourg aufgewachsen, dann bestellen wir häufig im Restaurant auf Französisch ein Verveine. Und wir sagen gar nicht den deutschen Namen. Der deutsche Name ist Eisenhut. Juan, du hast Lust auf etwas Süßes. Du möchtest etwas Süßes haben. Also, es ist Zeit fürs Dessert. Ja? Was gibt es zum Dessert? Können wir Dessertkarten haben, bitte? Können wir noch Dessertkarten haben, bitte? Kannst du fragen. Oh, Olivia, du trinkst auch Rivella. Genau, Rivella ist ein gutes Getränk. Es ist mit Kohlensäure und süß, aber es ist aus einem Milchprodukt gemacht. Und zwar aus der Milchschotte, aus dem, was übrig bleibt, wenn man Käse macht, aus dieser Flüssigkeit, wird Rivella gemacht. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Stimmt, Rivella habe ich auch gern. Ja. Also man kann etwas Süßes trinken, dann kann man zum Beispiel Rivella nehmen, wenn du etwas Süßes möchtest trinken. Oder du kannst ein Dessert nehmen. Ein Dessertli. Was möchtest du für ein Dessertli? Ich spendiere dir ein Dessertli. Was lese ich aus? Was wählst du? Es gibt zum Beispiel Apfelkuchen oder Glasse. Man kann verschiedene Glassekugeln haben. Zum Beispiel Erdbeerglasse oder Vanilleglasse oder Schokoglasse oder Nussglasse. Und man kann verschiedene Geschmack wählen und einfach Glassekugeln bestellen. Oder man kann einen ganzen Coup bestellen, so zum Beispiel ein Coup Dänemark. Ja. Ein Coup Dänemark oder Bananensplit oder ein Coup mit Fruchtsalat und Glasse. Also Olivia, du musst mir schreiben, was ich noch einmal wiederholen soll. Ich habe bis jetzt schon sehr viel gesagt und ich bin, ich weiß nicht genau, was du meinst. Oh, Alexander, Apfelstrudel mit Vanillesauce. Das hat mein Grossvater gemacht. Er hat uns amigs ein Apfelstrudel gebracht und den gewärmt und dann hat er eine Vanillesauce dazu gemacht. Mein Grossvater war Bäcker-Konditor. Also er hat das sehr gut können. Eine Weihe, ein Stück Weihe, Juan, genau. Zum Beispiel Apfelweihe. Weihe ist so eine flache Kuchen. Und dann hat man Teig unten, einen Teigboden. Und dort oben drauf kann man Früchte drauf tun, also süße Weihe mit einem Eierzuckerguss. Ja? Und dann tut man das backen. Das ist eine Weihe, zum Beispiel Äpfelweihe, Zwetschgenweihe, Aprikosenweihe und so weiter. Aber meine Grossmutter hat immer ganz gute Weihe gemacht, Äpfelweihe. Also, eine Weihe. Oder man kann auch zum Dessert natürlich eher süß, aber man kann auch zum Mittag manchmal Käseweihe essen oder Brokkoliweihe oder so. Das gibt es auch.
Ja, also bei meinem Onkel in der Bäckerei, das ist die Bäckerei, die mein Grossvater hatte, dort kann man ganz viele verschiedene Weihe kaufen, salzige und süße. Ja, Olivia, du meinst, ich soll auch unsere Sätzchen noch wiederholen. Also, ihr könnt mal gut hören, die Sätzchen, die ich da aufgeschrieben habe und euch habe lernen. Das sind die. Und dann könnt ihr auch versuchen, laut zu wiederholen. Ist nicht alles ganz einfach immer auszusprechen. Auf Schweizerdeutsch muss man auch ein bisschen smooth trainieren, dass man es richtig kann aussprechen kann. Ich möchte gerne einen Tisch reservieren. Ich möchte den Tisch reservieren, bitte. Können wir das Menü haben, bitte? Können wir das Menü haben, bitte? Alexander, meine Mutter ist eine geborene Stocker. Also sie kommt von der Bäckerei Stocker zu Zürich. Mein Grossvater, mein Ur-Urgroßvater, hat 1904 die Bäckerei gegründet. Und mittlerweile, nachher hat sie meinen Onkel gehabt und jetzt hat sie meinen Cousin. Also mein Cousin hat die Bäckerei übernommen. Das ist Bäckerei Stocker und du findest sie auch am Hauptbahnhof in Zürich oder am Bahnhof Stadelhofen. Aber du musst auf Zürich gehen, für wenn du in die Bäckerei möchtest gehen. Also, genau. Olivia, du kennst sie schon. Ich habe dir vielleicht schon von dieser Bäckerei erzählt, ja? Genau. Das ist eine gute Bäckerei im Hauptbahnhof. Du kannst viel Sandwich kaufen, gute Brot und so, auch Süßigkeiten und Konfiserie. Genau, deine Grossmutter Juan, sie hat immer Pfirsichweihe gemacht. Das haben wir nie gehabt. Eigentlich haben wir nie mit Pfirsichweihe gemacht. Aber das ist sicher auch sehr gut. Und jetzt musst halt du ihr Rezept nehmen und selber Pfirsichweihe machen und dann an deine Grossmutter denken, wenn du sie isst. Oder von deiner Großmutter erzählen, deiner Familie, von deiner Großmutter erzählen und zeigen, was sie gut gebacken hat. Ja. Also, kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Kann ich die Bestellung schon aufnehmen? Nein, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Nein, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Was würden Sie mir empfehlen? Oder was würden Sie uns empfehlen? Was ist heute Tagessuppe? Was ist heute Tagessuppe? Was gibt es heute als Tagesmenü? Was gibt es heute als Tagesmenü? Nein, Alexander, die Bäckerei gibt es in Luzern nicht. Aber ja, vielleicht kannst du einmal auf Zürich gehen, schauen. Oder vielleicht bist du ja schon einmal dort gewesen, in dieser Bäckerei. Genau. Also, was gibt es heute als Tagesmenü? Das war unsere letzte Frage. Und jetzt noch zwei. Kann ich noch ein Gläschen Wein haben, bitte? Kann ich noch ein Gläschen Wein haben, bitte? Oder ich nehme das Gleiche. Ja, das ist immer praktisch, wenn jemand auswählt und dann kann ich sagen, ich nehme das Gleiche. Ich nehme das Gleiche zum Trinken.
ich nehme das Gleiche zum Essen. Und dann nachher ist es auch alles gleich teuer, wenn wir das Gleiche nehmen. Und dann können wir die Kosten gut teilen. Und am Schluss, wenn du möchtest zahlen, dann kannst du sagen, können wir zahlen bitte? Oder können wir die Rechnung haben bitte? Können wir die Rechnung haben bitte? Olivia, du hast jetzt Hunger, du musst essen. Ja, ich glaube dir, es ist schon 12:30. Das ist so die Mittagszeit in der Schweiz. Da essen die meisten Leute zu Mittag essen, oder? Habt ihr schon zu Mittag gehabt? Oder essen ihr jetzt dann erst zu Mittag essen? Und Argentinien ist es, glaube ich, erst morgen, oder? Hast du schon zu Morgen gehabt? Oder hast du jetzt Hunger bekommen, wenn wir vom Essen reden? Und wenn wir zahlen wollen, dann nachher ist immer die Frage, zusammen oder getrennt? Wenn mehrere Leute im Restaurant sind, dann kann einfach jemand sein, der alle einlädt. Zum Beispiel, wenn wir mit meinem Vater essen, dann nachher ist meistens mein Vater der zahlt. Er ist so ein Gentleman und er lässt sich das nicht gerne nehmen. Er tut uns einladen. Aber wenn wir zum Beispiel mit Freunden ins Restaurant gehen, dann zahlen wir getrennt zahlen und jeder zahlt für sein Menü, für seine Bestellung, zahlt jeder selber. Oder man kann auch das einfach zusammenrechnen und dann teilen. Also häufig machen wir es so, dass wir nicht den Rappen spalten und jeden Groschen, jeden Rappen aufteilen. Das hast du gehabt, du musst so viel zahlen, das hast du gehabt, du musst so viel zahlen, sondern wir machen einfach eine Pauschalrechnung machen, geteilt durch die Anzahl Personen, also zum Beispiel sagen wir mal 320 Franken geteilt durch 8 Personen, das wäre dann 40 Franken pro Person. Ja, also, dass wir so pauschale Rechnung machen und einfach dann uns die Kosten aufteilen, aber nicht genau rechnen, wer jetzt was hat. Ja, also, zahlt ihr zusammenzahlen oder getrennt? Gut, das wär's gsi für heute. Ich habe auch Hunger bekommen. Ich wünsche euch allen, die jetzt noch gehen essen, ganz Gute. Ob ihr ins Restaurant geht oder ob ihr daheim seid. Vielleicht könnt ihr daheim auch ein bisschen üben und so eine Szene spielen, wie das wäre im Restaurant. Und dann wünsche ich euch auch alles Gute das nächste Mal, wenn ihr ins Restaurant geht und etwas bestellen wollt. Natürlich, das Schwierigste ist immer das Menü, dass man das Menü versteht, weil manchmal gibt es wirklich ganz, ganz spezielle Sachen in diesen Restaurant. Und ich weiß nicht mal genau, was das ist. Also man muss verschiedene Sachen ausprobieren, auch manchmal, auch wenn man nicht genau weiß, was es ist. Ah genau, Alexander, du gibst noch Trinkgeld. Ja, also das ist noch häufig so, dass man Trinkgeld gibt, so ungefähr 10%. Man muss nicht, eigentlich ist es im Preis einberechnet, der Service. Aber man gibt häufig Trinkgeld. Man kann einfach etwas auf dem Tisch lassen, vor allem wenn du zum Beispiel mit der Karte zahlst oder so, kannst du einfach etwas auf dem Tisch liegen. Oder du kannst sagen, zum Beispiel, wenn du 63 Franken musst zahlen und dann nachher kannst du sagen, machen sie 70 Franken. Ja. Oder du kannst 70 Franken geben und sagen, das ist gut so. Das ist gut so. Ich brauche kein Umgeld. Ich brauche kein Rückgeld. Ich brauche kein Umgeld. Das ist gut so. Ja. Oder machen Sie es 80 Franken. Also, so kannst du ungefähr sagen. Alexander, wie viel
meistens tue ich aufrunden, plus minus. Also eben, wenn es 63 Franken sind, dann mache ich gerade 70 Franken. Oder wenn es 75 Franken sind, dann mache ich vielleicht 80 Franken. Oder ich tue ungefähr 10% rechnen. Also mehr als 10% gebe ich schon eher nicht. Mhm. So, das war es zum Restaurant. Und dann wünsche ich euch alles Gute, ein Gute miteinander, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Schönen Tag. Liebe Grüße auf Argentinien, Juan. Tschüss zusammen.